Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Star Trek Online mit mir, dem Retro Gamer. Wir sind in dem Story Arc rund um das verlorene Dominion, sprich die Schiffe, die seinerzeit in der Deep Space Nine Serie im Wurmloch verschollen sind. Die sind jetzt ein paar Jährchen in der Zukunft gelandet. Weiter geht's mit der Mission von Bajor. We've evacuated everyone we could to Bajor, and we're setting up a base there to coordinate our counterattack against the Dominion. I won't lie to you, though. It's not gonna be easy. We were caught completely off guard by Karakhan and his fleet, and the Bajorans are none too pleased to have house guests. We must balance the needs of the civilian populace with those of the Starfleet and Klingon forces currently on the surface. Starfleet needs all the help it can get planetside right now. Transport down to our staging area on Bajor. You'll find me there. Captain Kurland will join us as soon as he can. Wir haben alle so viele wie irgend möglich nach Bajor evakuiert. Das ist ein bisschen schräges Deutsch. Irgendwie, das alle passt da nicht. Wir haben so viele wie irgend möglich nach Bajor evakuiert und bauen dort eine Basis auf, um den Gegenangriff gegen das Dominion zu koordinieren. Ich bin ehrlich, das wird nicht einfach. Karukan und seine Flotte haben uns komplett unvorbereitet getroffen. Außerdem sind die Bajoraner nicht sonderlich erfreut, plötzlich Gäste zu haben. Wir müssen die Interessen der Bevölkerung mit denen der Sternflottenangehörigen und der Klingonenkräfte, die sich derzeit auf der Planetenoberfläche befinden, in Einklang bringen. Die Sternenflotte benötigt derzeit jedmögliche Unterstützung hier am Boden. Beamen Sie herunter in unser Auffanglager und melden Sie sich bei mir. Ich werde Ihnen dann persönlich sagen, was weiter zu tun ist. Captain Kurland wird zu uns stoßen, sobald es seine Pflichten erlauben. Achebe, Ende. So, also ab auf den Planeten. Willkommen in Hatton, Admiral Kempinski. Commander Misi Achebe bat mich, Sie bei Ihrer Ankunft zu informieren. Sie wartet auf Sie in Ihrem Büro in der Sternflottenbasis. Ich werde die Koordinaten zur Karte hinzufügen. So. Hier ist eine Sackgasse. Hier sind sehr viele Ausrufezeichen, mit denen wir sprechen könnten. Hello there, friend. Do you need assistance? Na, mein Freund, brauchen Sie Hilfe? Was tun Sie? I get my hands dirty for the good of Bajor. We have a full-time botanist on staff here, but I'm the one who helps translate the science into practical applications farmers in this region can use to improve their crops. I've loved green and growing things since I was a child. Some of my earliest memories are of helping my grandmother in the garden, as she taught me the names of all the plants and how to care for them. Hey, ich mache mir die Hände für das Wohl von Bajor schmutzig. Wir haben hier zwar einen Botaniker, Vollzeit angestellt, aber ich bin derjenige, der die wissenschaftliche Theorie in die Praxis umsetzen muss, damit die Bauern in der Region ihren Ertrag verbessern können. Schon als Kind habe ich alles Grüne und Wachsende geliebt. Ich weiß noch, wie ich meine Großmutter im Garten half. Sie brachte mir die Namen der Pflanzen bei und zeigte mir, wie sie zu pflegen sind. No matter how much Bajor advances, it will always be a world that respects and values its forests and farms. We live in harmony with our world, just as the prophets intended. Es macht keinen Unterschied, wie sehr sich Bajor noch entwickelt. Es wird immer eine Welt sein, die ihre Wälder und Bauernhöfe zu schätzen weiß. Wir leben mit unserer Welt in Harmonie, so wie die Propheten es vorgesehen haben. Das ist ja schön, dass der so in Harmonie mit seiner Umwelt lebt. How can I assist you today?
Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Was tun Sie? I don't even know if I'm supposed to be talking to you, but I always wanted to join Starfleet, so this is my first week on the job. I was expecting to get months more training, but Colonel Kuba says he needs every militia member on the streets. I thought this was going to be a great job. I get to help my friends and neighbors and serve the community. But now, with the Klingons here, they're so angry and I don't want to die. Ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob ich überhaupt mit Ihnen sprechen sollte, Admiral. Aber ich wollte schon immer der Sternenflotte beitreten. Also, dies ist meine erste Woche hier. Eigentlich hatte ich erwartet, dass ich ein paar Monate Ausbildung mehr erhalten würde, aber Colonel Kubus sagte, dass er jetzt jedes Mitglied der Miliz auf den Straßen braucht. Ich dachte, dies würde eine tolle Arbeitsstelle. Ich dachte, ich könnte meinen Freunden, Nachbarn und der Gemeinschaft helfen. Aber nun, mit all den Klingonen hier, sie sind so wild und ich möchte nicht sterben. Zugreifen. Kadett Samus sprechen. Der hat noch eine Mission für uns, aber jetzt haben wir erstmal noch eine andere. Time is short. Willkommen auf Bajor. Es wird uns als Operationsbasis dienen, während wir DS9 zurückerobern. Ich erwarte hier, dass Sie Ihr Bestes geben. Jeder muss in Topform für den Gegenangriff auf DS9 sein. Doch zuvor müssen wir sicherstellen, dass die Basis voll betriebsfähig ist. Wir sind hier auf Bajor Gäste, obwohl uns die Bewohner nicht als solche betrachten. Ich dachte, dass der Beitritt Bajors zur Föderation ein Schritt in die richtige Richtung sei. Aber die Bajoraner in dieser Stadt scheinen zu glauben, dass dies die zweite Ankunft der kardassianischen Besatzung sei. Legen Sie Ihr bestes Verhalten an den Tag und geben Sie alles, die Wogen wieder zu glätten. Ein Bürgeraufstand wäre ein Dilemma, das ich nicht gebrauchen kann. Ich habe später noch etwas für Sie. Melden Sie sich bei Lieutenant Jirel K., um bis dahin Befehle zu erhalten. So. Wir müssen in die Richtung. How can I help you? Schön, Sie zu sehen. Wir können hier jede Hilfe gebrauchen. Der Angriff auf DS9 hat hier alles ins Chaos gestürzt. Wir errichten hier eine Basis, um die Kämpfe zu koordinieren und die Station zurückzuerobern. Aber alles geht langsam voran. Dieser Teil der Stadt ist älter und besitzt nicht die Infrastruktur, die wir benötigen. Zum Glück haben wir talentierte Offiziere wie Sie, die wissen, wie man ein paar technische Wunder auf die Beine stellt. Do you need something? So. Notwendige Reparaturen. Wir haben die Basis hier schneller hochziehen können, als ich gedacht hätte. Dazu mussten wir aber alle Materialien benutzen, deren wir habhaft werden konnten. Die Sternenflotte schickt Versorgungsschiffe. Das wird allerdings seine Zeit dauern. Bis dahin müssen wir sehen, wie wir über die Runden kommen. Viele dieser Ausrüstungsteile sind alt und nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Außerdem gibt es viele Fehlfunktionen. Was ich wirklich gebrauchen könnte, ist ein Techniker, der mit einem Hyperschlüssel umgehen kann, um Reparaturen vorzunehmen. Fühlen Sie sich dieser Aufgabe gewachsen? Gehen Sie durch die Basis auf Bajor und reparieren Sie fehlerhafte Ausrüstung. So, ich muss nur eine Mission abschließen. Entweder aggressive Assimilation, notwendige Reparaturen
als Techniker und ansonsten das andere sind andere karrierespezifische. I'm here to help. So, dann, was müssen wir denn reparieren? Basisausrüstung, Ausrüstung der Krankenstation und Büroeinrichtung. Dann schauen wir doch mal. Die habe ich doch gerade repariert, schon wieder kaputt. Eieiei. Chefingenieur sprechen, hier ist aber nichts zum Reparieren. Anscheinend nichts zu reparieren. Mal noch einen Raum weiter. So, Krankenstation ist fertig. So, und da ist nichts zu reparieren. Hier weiter. Ist auch nichts zu reparieren. Hier ist eine Konsole. Anzeige reparieren. Ist die Konsole schon wieder hinüber? Jetzt muss ich noch Basisausrüstung reparieren. Die Frage ist nur, wird mir eben nichts angezeigt. Laufen wir nochmal zurück. Noch ein drittes Mal. Scheint nicht. Jetzt ist die Konsole hinüber. Danke, jetzt funktioniert wieder alles bestens. Wir werden noch einige gute Ingenieure brauchen, um unsere Mission hier abzuschließen. I'm here to help.
So. Dann müssen wir uns noch eine weitere Mission geben lassen. Was haben wir denn hier? Lernende Soldaten. Wir haben verschiedene Holodeck-Trainingsprogramme für erweitertes taktisches Training entworfen. Deren Ziel es ist, den Bodenkampf gegen Kräfte des Dominions zu üben. In dieser Simulation werden sie gegen Jem'Hadar antreten. Ich weiß, sie waren während der Schlacht auf DS9, aber sie werden weiteren Jem'Hadar gegenüberstehen, bevor wir die Station zurückerobern. Und sie müssen auf diese Zusammenstöße vorbereitet sein. Sie können die Simulation in diesem Holodeck hier betreten. Denken Sie auch daran, dass wir hier auf Bajor noch viel zu tun haben und Sie daher das am besten zu Ihnen passende Programm auswählen sollten. Verbringen Sie nicht den ganzen Tag im Holodeck. Begeben Sie sich auf das Holodeck auf Bajor für eine Kampfsimulation mit dem Jem'Hadar als Gegner. Sie müssen nur eine der folgenden Missionen abschließen, um voranzukommen. Lernende Soldaten, denkende Kapitäne. Wiederholen Sie die Episode, um weitere Missionen auszuprobieren. Aha. I'm here to help. Was ist denkende Captains? Wir haben verschiedene Holodeck-Trainingsprogramme für erweitertes taktisches Training entworfen. Okay, den ersten Absatz hatten wir schon. In dieser Simulation werden sie gegen einen Formwandler antreten. Es ist unklar, ob sich bei den Dominion-Kräften auf DS9 auch ein Formwandler befindet. Aber es ist immer gut, vorbereitet zu sein. Ach, dann machen wir I'm das mit here dem to help. Formwandler. Kampftraining laden. Wir sprechen ja mit dem Holodeck-Techniker. Wie kann ich Ihnen helfen? Was tun Sie? Meine Aufgabe ist es, das Holodeck am Laufen zu halten. Die technische Seite war einfach, aber dann habe ich begonnen, mit Commander Achebe Szenarien für das Kampftraining zu programmieren. Sie ist sehr anspruchsvoll, aber ich arbeite gerne für eine Offizierin, die weiß, was sie will. Wenn diese Programme auch nur einer Person dabei helfen, für den Kampf gegen die Jem'Hadar und die Rückeroberung von DS9 besser vorbereitet zu sein, dann ist es all die Mühen wert. Je besser wir vorbereitet sind, umso mehr Leben können wir erhalten. Was kann ich hier tun? Wir haben zwei Kampfsimulationen gegen Dominion-Gegner, die Sie vielleicht interessieren könnten. Einer hat viele Wellen Jem'Hadar-Gegner, in der anderen gibt es einen Formwandler. Betreten Sie das Holodeck, um die Kampfsimulation zu beginnen. Mal den Serverkontakt verloren haben, konnten wir jetzt hier die Simulation starten. Hier ist eine blinkende Kiste. Kein anomales Wesen entdeckt. Haben wir auch eine blinkende Kiste. Hier haben wir kein anomales Wesen entdeckt. Hier haben wir auch eine. Auch kein anomales Wesen entdeckt. Dann haben wir den Formwandler gefunden in der Simulation. Dann kämpfen wir mal.
So. Zweimal haben wir seinen Lebensbalken schon runtergeschossen. Mal gucken, ob es da jetzt nach dem dritten Mal dann reicht. So, verlassen Sie das Holodeck, dann tun wir das doch mal. Soweit wir wissen, sind mit dem Kommando keine Formwandler an Bord der DS9 gegangen, aber es kann nie schaden, vorbereitet zu sein. Ich lasse das Programm wenigstens einmal pro Tag laufen. So, Raumschiff überprüfen, Flottensuche. Auch wieder entweder oder. Wir haben verschiedene Holodeck-Trainingsprogramme. Okay, den ersten Absatz hatten wir. In dieser Simulation werden Sie gegen Jem'Hadar-Schiffe von Kreuzern bis zu Dreadnoughts antreten. Ich weiß, Sie waren... Okay, das hatten wir dann auch. Sie können die Simulation starten. Und wir sollen nicht den ganzen Tag im Dings sein. I'm here to help. Also nochmal. Gefechtstraining Großschiffe. Besiegen Sie die schweren Escortschiffe der Jem'Hadar. Dann schauen wir mal. Das haben wir gleich erledigt. Wir jetzt mal unsere Nimbus-Piratenfreunde. Thank you.
Simulation erledigt. Holodeck verlassen. Ausgezeichnet. Eines Tages werde ich vielleicht auf die Kommandeurslaufbahn wechseln und versuchen, selbst Commander zu werden. Bis dahin begnüge ich mich mit dem Holodeck. Do you need something? Dann gehen. Haben wir hier auf dem Stützpunkt wieder alles unter Kontrolle. Sie sollten in die Stadt gehen und den Bajoranern helfen. Colonel Kubus Pohl, der Miliz, hat schon um Unterstützung gebeten. Mein Gott. Suchen Sie ihn auf. Er wird Ihnen sagen, wie Sie ihm helfen können. Ohne Sie hätten wir das wohl nicht geschafft. Sprechen Sie mit Colonel Kubus Pohl in der bajoranischen Milizstation. I'm here to help. Erzählen Sie mir etwas über sich. Ich bin froh, dass Sie da waren, um zu helfen. Ich habe auf DS9, auf die USS Tempest gewartet, als die Jem'Hadar angriffen. Ich habe die Station samt Personal evakuiert und anstatt Däumchen zu drehen, habe ich mich darum gekümmert, dem Kommando hier zu helfen. Das ist das, was ich tue. Die Kommandozentrale ist die glanzvolle Station auf einem Raumschiff, aber ich stelle sicher, dass alles, was getan werden muss, getan wird, sodass der Captain und der Rest der höheren Offiziere sich auf die größeren Probleme konzentrieren können. Und von denen gibt es viele hier. Ich bin Beta Suid, daher kann ich die Unruhe hier spüren. Die Crew von DS9 beklagt die Verluste und weiß nicht, was sie als nächstes tun soll. Captain Curland lastet das Gewicht der Welt auf seinen Schultern. Und es gibt jede Menge Bajoraner, die sich nur wünschen, wir würden unsere Sachen packen und gehen. Aber das ist das, was wir hier tun, richtig? Niemand geht, bevor wir DS9 zurückerobert haben. I'm here to help. So. Bericht an Colonel Nerus. Aha. Bei iranischen Zivilisten reden wir jetzt nicht. So. Dann müssen wir hier wohl hier hin. We have a situation here. Willkommen auf Bajor. Ich wünschte, Ihr Besuch hier könnte unter besseren Umständen stattfinden. Die ganze Situation mit DS9 beunruhigt mich. Und mit der Sternflotte hier auf Bajor öffnen sich wieder alte Wunden. Und dann auch noch mit den Klingonen im Schlepptau. Das ist, als würde man eine Plasmafackel in einen Deuterium-Tank werfen. Was wir jetzt tun müssen, ist, die Leute zu überzeugen, dass sie sicher sind und dass wir die Situation unter Kontrolle haben. Welche Funktion haben Sie hier auf Bajor? Back in my day, things were different. Jetzt, da Bajor Teil der Föderation ist, gehört es zu meiner Aufgabe, den Frieden hier zu wahren. Das ist schwieriger mit der Sternflotte und der KVS auf dem Planeten. Noch immer gibt es Bajoraner, die die Besatzung nicht vergessen haben. Ich bin in einem Flüchtlingslager aufgewachsen und habe Familie und Freunde, die sich nicht damit anfreunden können, dass eine fremde Organisation auf Bajor ihre Basis errichtet, ob Freund oder Feind. Die Föderation respektiert das. Curland hat die meisten Leute auf DS9 gelassen. Das stimmt mich positiv. Die Miliz ist mehr als bereit, alles, was in der Außenwelt passiert, der Sternflotte zu überlassen. Doch jetzt sind sie hier in meiner Stadt. Das bedeutet, sie sind mein Problem. Warum sind die Leute über unsere Ankunft verärgert? Peace and quiet. That's what we need. Unsere Welt hat sich in den vergangenen 50 Jahren mehr verändert als in den 500 Jahren davor. Das Ende der Besatzung, die Rückkehr des Abgesandten, der Dominion-Krieg, der Beitritt zur Föderation, die Undinen, der Krieg mit den Klingonen. Bajor ist jetzt ein anderer Planet. Einige meinen, er habe sich zu sehr verändert. So, jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten. Religiöse Rochaden oder Besetzungsüberreaktionen. Gucken wir uns erstmal das unten an. Ich muss auch nur eine der beiden.
Es gibt viele Leute, denen es nicht gefällt, dass die Sternflotte hier eine Basis errichtet und auch der KVS erlaubt, hier zu bleiben. Bajorana waren immer sehr sensibel, was Fremde angeht. Und die Besatzung und der Dominion-Krieg haben das nur noch verschlimmert. Nun, da die Jem'Hadar auf DS9 sind und ihre Leute hier am Boden, kommen die alten Ängste wieder zum Vorschein. Am Brunnen ist ein Demonstrant, der versucht, die Menge aufzuwiegeln. Die Situation wird außer Kontrolle geraten, wenn wir ihn nicht aufhalten. Sprechen Sie mit ihm. Verletzen Sie nicht das Recht auf freie Meinungsäußerung, aber vielleicht können Sie ihn überzeugen, dass die Sternflotte nicht mit einer Rückkehr der Cardassianer gleichzusetzen ist. Okay, dann lesen wir uns erst noch das andere durch. Wir müssen einen Weg finden, die Leute in der Stadt zu beruhigen. Sie sind so von Misstrauen und Verdächtigungen befangen, dass sie nicht mehr klar denken können. Verschwörungstheorien breiten sich aus. Niemand erkennt mehr, wie gut es eigentlich allen geht. Alles dreht sich um längst vergangene Begebenheiten und Verfehlungen. Ja, die Sternflotte ist hier und die Jem'Hadar sind auf DS9. Aber wer den Leuten zuhört, könnte meinen, die Besatzung findet von neuem statt. Suchen Sie Ranjen Ravel beim Tempel auf. Er hatte immer ein gutes Gefühl für die Stimmung der Leute und weiß vielleicht, was zu tun ist. Okay, machen wir das mit dem am Brunnen. Beruhigen Sie die Protestierer. Behalten Sie die Situation unter Kontrolle. Mit den Demonstranten sprechen. This is our home. Das bajoranische Volk wird einer weiteren feindlichen Besatzung nicht standhalten. Die Cardassianer haben unserer Welt genug Schaden zugefügt. Wir verdienen Frieden, Wohlstand und das Recht auf Souveränität. Die Sternenflotte hat nicht vor, Bajor zu besetzen. Das sagen Sie. Beweisen Sie, dass Sie nicht beabsichtigen, diesen Planeten zu besetzen. So. Bajor hat ein reiches kulturelles Erbe. Die bajoranische Regierung ist stabil. Sie brauchen uns nicht, um ihnen zu sagen, was sie zu tun haben. Wir schätzen es, dass sie bereit sind, diese Stadt mit uns zu teilen, während wir unsere Kämpfe gegen die Jem'Hadar koordinieren. Bajor ist eine wunderschöne Welt. Wir möchten ihr nichts antun. Nehmen wir mal das untere. We will not be slaves. Die kardassianische Besatzung nahm Bajor alles. Unsere Ressourcen wurden abgebaut, ohne ihnen eine Chance zu lassen, sich für zukünftige Generationen erholen zu können. Dieser Planet ist nichts als eine Hülle dessen, was er einst war. So, jetzt haben wir wieder drei Möglichkeiten. Durch sorgfältige Planung können wir weitere Schäden in Bajor verhindern und sogar einige der lang anhaltenden Auswirkungen der Besetzung rückgängig machen. Bajor mag ein paar Ressourcen verloren haben, trotzdem ist er noch immer ein reicher Planet. Die von den Cardassianern geraubten Materialien wurden in Bajor reinvestiert, und zwar durch Projekte wie den Bau der Deep Space Nine. Nehmen wir das oberste. Das sagen Sie. Beweisen Sie, dass Sie nicht beabsichtigen, diesen Planeten zu besetzen. Wir wollen auf Bajor keine Spuren hinterlassen. Wenn wir gehen, überlassen wir Ihnen Ihre Stadt, wie wir sie vorgefunden haben. This is our home. Bajor wurde von den Cardassianern verunstaltet, die sich ihre Beute holten, aber das Schlimmste war ihre komplett fehlende Achtung von der Umwelt. Der Boden, die Luft und das Wasser wurden vergiftet, komplette Pflanzen- und Tierspezies wurden ausgelöscht oder irreparabel beschädigt. Neue Schädlinge ohne natürliche Feinde entstanden und jetzt fressen sie native Populationen.
Wir können zusammenarbeiten, um viele der Fehler zu berichtigen. Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, aber alles ist möglich. Das sagen Sie. Beweisen Sie, dass Sie nicht beabsichtigen, diesen Planeten zu besetzen. Wir schätzen es, dass Sie bereit sind, diese Stadt mit uns zu teilen, während wir unsere Kämpfe gegen die Jem'Hadar koordinieren. This is our home. Viele Bajoraner wurden während der Besatzung verschleppt, Tausende starben in Arbeitslagern weit weg von ihrer Heimat. Und selbst wenn sie nicht ins Lager gezwungen wurden, war ihr Leben nicht sicher. Wussten Sie, dass Gul Pirak, der hier während der Besatzung das Waffendepot kommandierte, 15 Farmer hinrichtete, nur weil sie nicht vor ihren Häusern die kardassianische Flagge aufstellten? Wir sehen es schon kommen. Die Sternenflotte und die KVS übernehmen diesen Abschnitt der Stadt. Bald werden die Bajoraner aus ihren Geschäften und ihren Häusern getrieben, um Platz für Soldaten zu schaffen. So, jetzt haben wir eine Antwortmöglichkeit. Wir sind dankbar für den Raum, den uns Bajor geliehen hat. Alle Fortschritte, die wir machen, bleiben als Zeichen unserer Wertschätzung. Sie sollten dankbar sein, wenn wir nicht hier wären, um sie zu retten. Gäbe es nichts, was die Jem'Hadar davon abhalten würde, auf diesem Planeten zu landen und ihn zu erobern. Das machen wir mal nicht. Das ist eine vorläufige Lösung. Alle Sternflottenkommandos werden zurück zu DS9 geschickt, sobald das Problem mit den Jem'Hadar aus der Welt ist. Nehmen wir das mal. Das sagen Sie. Beweisen Sie, dass Sie nicht beabsichtigen, diesen Planeten zu besetzen. Viele unserer Einrichtungen, einschließlich der Krankenstation und der Holodex, sind für jeden Bajoraner verfügbar. Bajor for Bajorans. Das Land war nicht das Einzige, was uns die Cardassianer nahmen. Sie behandelten uns wie Tiere. Tausende verloren ihr Leben durch medizinische Experimente oder wurden durch Unterernährung dauerhaft geschädigt und vernachlässigt. Den Cardassianern war es egal, ob wir leben oder sterben. Das Einzige, was sie interessierte, war, dass gesunde Bajoraner mehr Erz abbauen konnten. So, jetzt haben wir, unsere Ärzte haben einen Eid geschworen, ihren Patienten nichts anzutun. Sie werden jedem helfen, der ihre Dienste in Anspruch nehmen möchte. Es gab ein paar unglückliche Vorfälle, aber ich glaube, sie übersehen die Tatsache, dass der Fostossa-Virus von einem kardassianischen Wissenschaftler geheilt wurde. Die medizinischen Einrichtungen, die wir hier errichtet haben, sind für die Offiziere, die beim Angriff auf DS9 verletzt wurden. Ich nehme nicht das Erste. So, die bajoranische Regierung ist stabil. Sie brauchten uns nicht, um ihnen zu sagen, was sie zu tun haben. Den Cardassianern ist es gelungen, die Bajoraner gegeneinander anzustacheln, indem sie uns verhungern lassen und uns unserer Grundrechte berauben. Jeden kleinen Komfort, den wir als Belohnung erhielten, wenn wir uns als grausame Marionette aufführten, wurde wie ein Lottogewinn behandelt. Nachbarn wendeten sich gegeneinander, Geschwister verrieten ihre Familie. Am Ende wurden viele Leute als Kollaborateure gebrandmarkt, wenn sie bloß versuchten, die leeren Bäuche ihrer Kinder mit Essen zu füllen. So, klingt so, als ob sich die Zusammenarbeit mit den Cardassianern für manche gelohnt hat. Das ist eine Verspottung für das Leid, was sie ertragen mussten. Wenn es so leicht ist, die Bajoraner aufeinander zu hetzen, hätten sie das auch ohne die Cardassianer getan. Das ist auch, ich nenne es jetzt mal, suboptimal. Also bleibt noch das Dritte. Das bajoranische Volk wurde in eine schreckliche Lage versetzt. Einige wurden gezwungen, schwierige Entscheidungen zu treffen. Dafür brauchen sie sich nicht zu schämen. Bajor hat eine prächtige Geschichte und sein Volk hat immer wieder für seine Rechte gekämpft. Das bajoranische Volk hat so lange Krieg geführt, dass wir gar nicht mehr wissen, wie man in Frieden lebt. Jetzt herrscht die Föderation über uns. Sie mag netter als die Cardassianer sein, trotzdem sind sie Besatzer. Sehen Sie sich unsere Geschichte seit der Besetzung an. Der Kreis, die Konmar, der Maquis. Tausende junge Leute schließen sich der Sternflotte an, um das Dominion und das Reich zu bekämpfen. Das Einzige, was wir jetzt beherrschen, ist Gewalt.
Jetzt haben wir die Möglichkeit. Die Bajoraner sind zu den erbittersten Kämpfern im Alpha-Quadranten geworden. Ihre Fähigkeit als Krieger ist vorbildlich. Die Freiheitskämpfer der Vergangenheit verdienen es nicht, heute von ihnen als Terroristen beschimpft zu werden. Oder wenn sie wegen der Gewalt in Bajors Vergangenheit ein schlechtes Gewissen haben, haben sie sich nicht so stark geändert, wie sie glauben. Ich glaube, ich nehme das mittlere. Okay, das war falsch. Mario hat ein reiches kulturelles Erbe. Das erste, das die Cardassianer während der Besatzung taten, sie beseitigten jeglichen Sinn für unsere kulturelle Identität. Als die Cardassianer kamen, wurden unsere Künstler und Entertainer gezwungen, als Sklaven zu arbeiten. Das ländliche Leben, das uns für viele Generationen gestützt hat, wurde mit unseren Anbaugebieten zerstört. Und als das Jara-Kastensystem abgeschafft wurde, ging unsere Gesellschaft in ein Desaster unter. Künstler wurden Soldaten und Soldaten wurden zu Farmern und Bäckern. Wir verloren Wissen, das über Generationen weitergereicht wurde. Und das Volk musste sich so gut es ging durchs Leben kämpfen. So, durch erfolgreiche Anstrengungen zur Bodenrückgewinnung kann viel Farmland, das während der Besatzung zerstört wurde, wiederhergerichtet werden. Das Verlangen nach Kunst kann niemals zerstört werden, sondern nur vorübergehend unterdrückt werden. Künstler finden ihre Wege, kreativ zu sein. Die Dejaras waren ein veraltetes System, in dem Diskriminierung vertretbar war. Bajor geht es deutlich besser ohne sie. Okay, das letzte auf keinen Fall. Ich glaube, ich nehme das mittlere. So, die bajoranische Religion, ein kultureller Grundpfeiler. Einer der schlimmsten Nebeneffekte der Besatzung war der Verlust des Vertrauens unter den Bajoranern. Wir waren den Lehren der Propheten Jahrtausende gefolgt. Während der kardassianischen Herrschaft wurden unsere religiösen Anführer hingerichtet und unsere Kloster geschlossen. Die Gräueltaten, die wir erlebt haben, machten es für alle unmöglich, an die Propheten zu glauben. Was noch viel schlimmer ist, der Abgesandte veranlasste, den Weg zum Himmelstempel während des Dominionkriegs schließen zu lassen. Die Leute wandten sich an die Paargeister in einem Versuch, ihren Gebeten Gehör zu verschaffen. Wenn die Cardassianer sie dazu brachten, die Propheten aufzugeben, dann kann ihr Glaube nicht sehr stark sein. Okay, das machen wir mal nicht. Die Propheten haben Bajor nie aufgegeben. Sprechen sie und sie werden ihnen zuhören. Der Kult der Paargeister ist eine sinnvolle religiöse Alternative zu den Propheten. Nein, dann nehmen wir das zweite. So. Dann haben wir das erledigt. Dann wieder zurück zum Colonel der Miliz. Ich habe einiges von dem, was Sie den Demonstranten zu sagen hatten, gehört. Ausgezeichnete Arbeit. Ich glaube, die Leute fangen an, die Dinge wie Sie zu sehen. So, jetzt müssen wir wieder entweder Petition an die Propheten oder Bodenretter. Gucken wir mal, das für die Propheten. Die Wedek-Versammlung hat zugestimmt, sie die Kugel der Prophezeiung und Veränderung benutzen zu lassen. Dies ist eine große Ehre, aber auch eine hohe Verantwortung. Viele Leute wollen wissen, warum die Propheten nicht eingriffen, um die Jem'Hadar davon abzuhalten, Deep Space Nine zu erobern. Ich weiß, dass die Propheten uns niemals im Stich lassen. Es muss einen Grund geben, warum sie nicht handelten. Es liegt an ihnen, ihre Botschaft zu uns zu bringen. Okay, und was ist das andere? Bodenretter... Wir sind immer noch dabei, die Schäden, die die jahrzehntelange Besatzung durch die Cardassianer in der Umwelt angerichtet hat, zu beseitigen. Wir hatten bereits mit der Arbeit begonnen, aber dann kam der Dominionkrieg und im darauffolgenden Chaos kam alles zum Stillstand.
Die Föderation hat uns bei der Rückgewinnung unterstützt, aber es dauert alles sehr lange und es ist sehr viel Land zu bearbeiten. Im Gewächshaus sind mehrere Bodenproben, die auf eine Analyse warten. Könnten Sie, wenn Sie Zeit haben, vorbeischauen und sie sich ansehen? Machen wir das mal mit dem Propheten. So. Verwenden Sie den Drehkörper der Propheten und der Veränderung. You are not grateful. We saved Bajor at the Cisco's insistence. It cost him dearly. We moved the fleet, but we needed to put it back. A hand that remains closed ceases to be a hand. The fleet needs to exist, as you must return. Sie sollten sich gesegnet fühlen. Die Propheten sprechen nicht mit jedermann. Ich vertraue Ihren Plänen für Bajor. Sie sind ein wichtiger Teil dieses Plans. Peace and quiet. That's what we need. Commander Achebe braucht Ihre Hilfe mit den Übertragungen. Melden Sie sich bei ihr und sie wird Sie dann über die Details aufklären. Also wieder hierhin zurück. Gibt es noch etwas zu tun? Es ist uns gelungen, ein Subraumrelay draußen auf dem Hof zu errichten. Ich möchte, dass Sie jegliche Übertragung von der Deep Space Nine auffangen. Wir brauchen geheime Informationen. Alles, wodurch wir über den Zustand der Dinge auf der Station etwas erfahren, wird uns helfen. Wo ist Captain Kurland? Give me a sit, Rep. Kurland steuert die Dinge auf seiner Seite vom Bord der Defiant. Sie sind jetzt im Orbit von Bajor, sind aber jederzeit bereit, den Gamma-Quadranten zu verlassen oder zurück zu Deep Space Nine zu fliegen, wenn sich die Lage ändert. Durch den Verlust von Commander Andrews war der Sternflotte klar, dass Captain Kurland hier Hilfe benötigen würde. Und ich habe mich an ein bisschen Chaos gewöhnt. Auf meinem letzten Posten habe ich Flüchtlingstransporte aus Eta Iridani heraus koordiniert. Ich werde mich hier um die Dinge am Boden kümmern und der kann den Gegenangriff koordinieren. I have new orders for you. Subraumspionage-Netzwerk. So, akzeptieren. So, da hinten ist es ja.
Subraumfrequenzen scannen. Okay, welchen Bereich haben wir? Megahertz, Terra, Giga. Okay, bleiben wir mal bei Megahertz. Okay, verringern wir erstmal. Ein Signal entdeckt bei 242. Davo! Okay, Lita am Davo-Tisch. Ich wollte doch eigentlich Megahertz. So, den hatten wir. Signal entdeckt. Wer ist da? Dann wieder eins. Mögen Sie Rakta Gina auf Eis oder lieber heiß? Süß oder mit Sahne? Nennen Sie vor dem Replizieren erst Ihre Wünsche und denken Sie daran, Ihren Becher zu recyceln. Schade, dass er dann immer das Fenster komplett schließt. So, Megahertzbereich haben wir durch. Gehen wir mal in den Gigahertzbereich. Willkommen bei Niner's Sweets and Treats Fernbestellsystem. Möchten Sie einen Jumia-Stick-Bestellung aufgeben? Nein, möchte ich nicht. So, da haben wir wieder eins. Hey, wer ist da? Wie haben Sie diesen Kanal gefunden? Warten Sie, beenden Sie nicht die Kommunikation. Ich bin ein Freund. Oh, warten Sie. Ich kenne Sie. Ich kenne Sie von früher. Sie wollten für den Deferi-Botschafter einen Termin für eine Holosuite beschaffen. Ich mag Ihre Art. Ich bin Hadron, der Barkeeper von Quarks. Das ist mein alternativer Subraum-Kommunikationskanal. Ich nutze ihn für meine Geschäfte. Alles legal. Manchmal möchte ich nicht, dass Girland und Co. mir bei meinen Geschäften zuhören. Das macht sie allerdings nicht weniger legitim. Können Sie mir irgendetwas über die Jem'Hadar auf der Station erzählen? Sie sind schrecklich fürs Geschäft. Es gibt viele von ihnen. Sie sind fies. Sie essen und trinken nicht. Und sie brachten Ketra Zellweit mit. Die Worte, die mit ihnen kamen, war ein- oder zweimal hier. Bestellt immer Tula-Bären. Schweigt nur und zahlt nie. Mein Profit geht komplett flöten. Hey, Sie planen wiederzukommen, richtig? Und Sie bringen die Flotte zurück, um die Typen rauszuwerfen? Ich brauche gut zahlende Gäste. Ich gebe sogar Rabatt auf alle Drinks für die erste Stunde nach der Rückeroberung der Station. Die Drinks der oberen Preisklasse natürlich ausgenommen. Wir holen Deep Space Nine zurück, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Ah, richtig. Der Jem'Hadar Alpha nennt sich Karukan. Er ist ein ganz schön ungehobelter Gast. Der größte und fieseste von allen. Er hat eine Worte bei sich. Ihr Name ist Loris. Sie ist etwas schwierig, hat sich aber noch keine Mühe gegeben, unser Leben noch miserabler zu machen. Sie hat denen von uns, die nicht geflohen sind, erlaubt zu bleiben, aber nur, wenn wir uns fügen und den Jem'Hadar keine Schwierigkeiten machen. Mal ehrlich, wie soll ein Geschäftsmann da überleben? Das Seltsame daran ist, dass sie glauben, der Dominion-Krieg sei noch im Gange. Ich habe Loris und Karukan darüber sprechen hören. Sie dachten, eine komplette Dominion-Flotte würde hier auf sie warten und ein Formwandler hätte die Führung. Es ist verrückt. Sie haben die Leute weggesperrt, um sie zu verhören. Und Gruppen der Jem'Hadar haben die Stationen zerpflückt, um diesen gefangenen Formwandler zu finden. Was passierte mit diesen Typen? Hingen sie für 30 Jahre in einem schwarzen Loch fest? Danke für Ihre Hilfe. Wir kehren so schnell wie möglich zurück, aber gedulden Sie sich noch ein wenig länger. So, und dann geht's hier wieder zurück.
Das ist eine interessante Entwicklung. Ich werde mit Hadron in Kontakt bleiben. Vielleicht kann er uns mehr Informationen geben. I have new orders for you. Ich konnte jemanden auf der Station erreichen. Das Dominion sucht einen Gründer? Und sie denken, dass der Krieg noch weitergeht? Wir müssen da so schnell wie möglich Licht ins Dunkel bringen. Vielleicht werden sie bereit sein, die Station in Frieden zu verlassen, wenn wir sie davon überzeugen, dass der Krieg schon seit Jahrzehnten zu Ende ist. So, dann Kommunikationshardware im bajoranischen militärischen Hauptquartier verwenden. Rufen Sie DS9, aber lassen Sie mich das Sprechen übernehmen. Who is this? What do you want? Let's not be so hasty, Karukan. They obviously went to a great deal of trouble to contact us. I am Loris of the Dominion. Temporary Governor of Deep Space 9. How can I help you? Thank you for agreeing to talk, Loris. I am Captain James Kurland of the Federation Space Station Deep Space 9. It is my hope that we can find a peaceful resolution to this conflict. Of course, Captain. You want your station back. But this is a war, and your station is my prize. I know this will be hard for you to accept, but there is no war. It's been over for decades. Your fleet was diverted when you attempted to pass through the wormhole. The prophets... There is a great deal we have to explain, but please understand, we are not your enemies. I am not a fool, Captain. We have reviewed the records in DS9's databanks. Why should I believe this fantasy of prophets and time travel? Show me proof that what you say is true. Loris, ich habe Admiral Kempinski von der USS Dacia gebeten, sich uns heute anzuschließen. Admiral, könnten Sie mir hier helfen? Unser geehrter Worter möchte ein paar Beweise für unsere Behauptung. So. Details des Abkommens von Bajor besprechen. Es gibt ein Abkommen zwischen Ihrem und meinem Volk, das das Ende des Krieges besiegelte, den Sie jetzt fortführen. Hätten wir uns das Dokument näher angesehen, würden Sie vielleicht erkennen, warum und wie der Krieg endete. Und Ihnen wäre wohler, sich an die Bestimmungen zu halten. The treaty that ended the Dominion War was signed by representatives from the Allied Forces and the Dominion on Deep Space Nine. This treaty established the end of the occupation of Cardassian space by the Dominion and the Breen. In addition, the Dominion agreed to immediately withdraw all ships and personnel to the Gamma Quadrant. You have a document, Captain. I have a fleet. And control of your station. I haven't heard anything yet that would persuade me to surrender DS9. Admiral, wie sollen wir Loris von ihren Zweifeln befreien? Diskutieren Sie die Auswirkungen einer Verletzung des Abkommens. Diskutieren Sie, was mit den Worten an Jim Hadar am Ende des Krieges geschah. Diskutieren Sie die Tatsache, dass ein Gründer in der Erstellung und Unterzeichnung des Abkommens verwickelt war. Ich nehme das Unterste.
If one of the gods was involved in the creation of this treaty, then I would be compelled to honor it. However, I do not see this founder. Where are they? If you truly had the founder's support, one would be standing at your side. Das scheint uns in eine Sackgasse geführt zu haben. Gibt es irgendeine Möglichkeit, sie davon abzubringen? Enough! I will consider your arguments carefully, but you must understand that I am under orders as well. The Founders gave me specific instructions before I left the Gamma Quadrant. I accept that may have been many years ago. Nevertheless, mere time cannot countermand the commands of the gods. We are attempting to contact the Dominion in the Gamma Quadrant. As of yet, we have been unsuccessful. Until I speak to a founder and receive new orders, we will remain here. Deep Space Nine belongs to the Dominion. Danke für all Ihre Hilfe. Da wir jetzt mehr über die Situation auf DS9 wissen, können wir entscheiden, wie wir uns am besten einen taktischen Vorteil verschaffen können. Es kann nur einen Weg aus dieser Zwickmühle geben, Edmal. Wir erobern DS9 zurück. Es gibt keine akzeptable Alternative. So, damit haben wir auch diese Mission geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um auch zukünftig keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und aktiviert das Glöckchen. Ciao, bis zum nächsten Mal.